So, hallo von Christian Schmeier, Patra Produktionscoach. Ich bin mal noch ein kleiner hier. Und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Aber heute wollen wir mal wieder reacten. Habt ihr euch gewünscht auf Der Bachelor? Und zwar steigen wir direkt in Folge 2 ein. Also die erste war ja so eine Vorstellungsgeschichte. Können wir uns, glaube ich, sparen, weil wir uns nur so bestimmte Aspekte hier rausholen. Ich verlinke es in der RTL-Mediathek, hier unten drunter einen Link. Nutzt den auch gerne. Freut der RTL immer, wenn meine Links auch mal benutzt werden. Und könnt euch das gerne angucken. Kommt zu uns auch mittwochs im Fernsehen, glaube ich. Und ja, ist eine von RTL aufwendigsten Sendungen in Kapstadt diesmal. Und diesmal wirklich mit einer coolen Sachen, deswegen wollte ich es auch mal kommentieren, mit zwei Bachelors. Einer aus Hamburg, einer aus Bayern. Der aus Hamburg, werden wir gleich sehen, ist sehr bodenständig, Tacken mehr introvertiert und hat nicht so ganz so diesen Bad Guy Vibe. Also ich das auch auf den ersten Blick sehe. Natürlich ist einfach eine Unterhaltung, die Leute. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die es im echten Leben sind, aber man kann schon so datingmäßig so einiges sehen. Der aus Bayern hat auf meiner Sicht einen erheblichen Bad Boy-Vibe. Und schauen wir mal, wie sich das so ausgeht. Also jeder durfte so die gleiche Anzahl an Frauen vorauswählen. Die Frauen dürfen sich natürlich auch für den anderen Bachelor interessieren. Das ist ja Logo, dass es ein bisschen Competition ist und mehr Drama. Und gut, gehen wir es mal einfach so ein bisschen durch. Ich habe es auch noch nicht ganz geguckt hier, genau. War dein Tag genauso crazy wie meiner? Weiß ich nicht genau. Wie ging es denn bei dir los? Ich habe Rebecca bisher wirklich als unglaublich lebensfroh kennengelernt. Ja, das ist der Bayer. Das, was heute noch kommt, das wird uns umhauen. Okay. Und das ist der Hamburger. Gut, Vorschau können wir uns mal sparen, denke ich. Ja, jetzt ist es endlich soweit, mein allererstes Einzeldate mit Rebecca. Ich freue mich wirklich schon riesig auf sie. Ich hoffe, sie auch. So, Rebecca ich und Dennis haben jetzt hier. Ich einfach mal so auf mich zukommen lassen und meine Chance heute nutzen, um noch ein bisschen mehr. Natürlich gleich mit der passenden Pilotenbrille. Ne? Von ihm zu erfahren. Also, das Date finde ich jetzt insofern, kann ich schon mal gleich sagen, interessant, weil die Frau hat für mich ein sehr, also jetzt kein femme fatale Vibe, so ganz normal weg. Und das ist ja häufig so, dass die dann häufig gut matchen, wenn einer dann, was heißt gut matchen, natürlich eigentlich auch nicht, aber ein so ein Bad Guy und ein, nicht unbedingt mit femme fatale, aber auf der anderen Seite jemand, der sich davor ein bisschen blenden lässt. Und werden gleich das andere Date sehen, das hat meiner Ansicht nach, wirkt das auf mich genau umgekehrt, dass die Frau so ein bisschen femme fatale Vibes hat und der Mann eher so wirkt wie so der Köder. Aber schauen wir mal rein, bin gespannt, wie ihr das seht. Wir werden heute mit einem wunderschönen Katamaran in den Sonnenuntergang segeln. Die Entscheidung, wer die gelbe Rose bekommt, ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Ich freue mich auf das Date. Ich habe Leonie ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, dass wir einfach so eine Verbindung hatten und das bei uns einfach sehr gut gevibed hat. Ich bin eigentlich vor jedem Treffen Ja, das ist jetzt Leonie und Sebastian. Und ich habe so das Gefühl, Leonie wird richtig Drama generieren. Die hat so ein Vibe. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, dass es jemand ist, auf den viele Männer stehen. Also femme fatale ist ja auch ein weiblicher Polaritätsarchetyp. Und aber ähnlich schwierig wie der Bad Guy bei den Männern. Aber schauen wir mal, sind nur so erste Ideen. Geregt. Ich hoffe, das legt sich gleich, wenn Sebastian da ist. Aber gehört einfach dazu. Und das ist auch ein gutes Zeichen. Was ich gut finde, ich meine, ich bin jetzt kein ästhetischer Chirurg, aber das ist nicht ganz so wie bei Io Sovan, dass man das Gefühl hat, dass nicht jeder so komplett durchoperiert ist. Das fällt einem hier gleich auf, finde ich. Wir müssen jetzt einmal nach da vorne gehen. Da habe ich etwas Kleines vorbereitet. Ich touch jetzt hier einfach alles an. Ja, muss man. Sonst kommt man da nicht durch.
Ja, habt ihr das gesehen? Also, wie gesagt, das ist jetzt einfach, seht es einfach als Unterhaltungsvideo von mir, ne? Ich will ja jetzt niemanden kritisieren oder so, aber ich touch jetzt hier alles an. Das ist so, das ist der Femme Fatale-Vibe, ist halt sehr dominant so. Aber gleich, also so eine Mischung von dominant und gleichzeitig aber auch so scheinbar oder real verletzlich, also womit dann auch so ein heiß und kalt erzeugt wird, so. Das ist jetzt nichts Bewusstes oder so, aber und man meiner Ansicht nach, das ist jetzt alles nur Hypothesen, ne, wirkt es gleich wie so ein subtiles, ich will es nicht sagen, Lovebombing, das ist zu viel gesagt, aber es ist auch so witzig, sie sagt, ich touche gleich mal an, also sie markiert auf jeden Fall gleich mal ihr Revier auf jeden Fall. Oder? Ja, voll gut gemacht. Vor allen Dingen, man hat ja jetzt schon so ein schönes... Aber sie macht es auch echt gut, muss man wirklich sagen, richtig gut. Den Ausblick die ganze Zeit. Ich glaube, das, was heute noch kommt, das wird uns umhauen. Okay. Ich sage es dir. Das macht der Sebastian schon ganz gut. Also da sehe ich schon immer im Blick und auch in seinem Lächeln, dass er wirklich sich freut. Möchtest du? Unabhängig, dass wir eng beieinander saßen, war sofort ihre Hand auf meinem Oberschenkel und das hat mir schon sehr gut gefallen. Naja, also hier ist er so als so der Dominantere, würde ich mal sagen. Er nimmt sie halt auch gleich so. Und ja, gut, ich meine, die sehen natürlich beide super aus. Ich meine, kann man ja auch nicht viel falsch machen, sag ich mal. Aber ja, trotzdem noch interessant, glaube ich. Ich bin ja noch nicht so 100% schlau aus dir. Weil es waren ja jetzt bisher... Schau mal, das sind die Wellblechhändler unten. Ja, das ist ein Tauchchip. Boah, das ist schon krass, ey. Aber ist ja in Dubai auch ein bisschen so ähnlich, ne? Also da gibt's ja auch zwei Seiten. Ja, ich war bisher zweimal in Dubai. Warst du schon? Ja, einmal hatte ich da eine ganz tolle Reise mit meinem Großvater. Ja, was mir hier so auffällt, ist dieses ich, ne? Also alles nicht so dick aufgetragen, aber sie sagt hier, guck mal, das ist wie Dubai. Hätte er jetzt ja auch fragen können, was hast du denn in Dubai gemacht? Aber das ist mir sofort aufgefallen. Ich, ne, es kommt erstmal kommt jetzt meine Geschichte so, ne? Also ich finde schon, dass er auf den ersten Blick sehr um sich kreist, aber wie gesagt, ist natürlich trotzdem, wenn du halt selbstbewusst bist, gut aussiehst, polare Ausstrahlung hast, ist eher auch, weiß nicht, kann man eh nicht viel falsch machen, nur als Frau muss man schon gucken, ne? Ja, geht's ja auch um mich, ne? Oder bin ich jetzt hier einfach nur so die Beute irgendwie? Und Wichtigste ist, glaube ich, Ehrlichkeit. Und ist auch wichtig, dass der Mann auch selbstbewusst ist. Ja. Dass man da jetzt irgendwie nicht jeden Tag das Ego so pudern muss. Ne? Ja, oder dass der Mann sich dann woanders so die Bestätigung holt, ja, oder so. Das ist mir schon sehr wichtig, dass er weiß, okay, hey, ich kenne meinen Wert. Und ich, auch im Leben so, ich gehe meinen Weg, ich mache, was ich möchte, auch beruflich. Aber ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, was sie da erzählt hat, sondern da war, glaube ich, gerade so ein Augenblick, wo mein Kopf gerade an was völlig anderes gedacht hat. Also jetzt auf jeden Fall, also anders als der andere, glaube ich, der dreht sich, glaube ich, da noch so sehr um sich, ist er schon voll dabei, finde sie richtig gut, ne? Ja, es war vielmehr, dass ich sie mir einfach nochmal ganz genau angeguckt habe und dann gedacht habe, so, ja, es ist einfach eine sehr schöne Frau, so ich sagte. So, meine Ohren waren irgendwie so leicht auf Durchzug. Vielleicht hat sie mir ein bisschen den Kopf verdreht, ja, vielleicht. Das Also ich mache auch nebenberuflich gerade noch eine Weiterbildung zur Wedding-Plannerin und ich plane gerade zwei Hochzeiten und eine davon ist die freie Trauung von meinem Bruder nächstes Jahr. Willst du auch mal heiraten? Ja, also... Also merkt ihr so diesen... Ist jetzt nicht viel, aber so einen leicht dominanten Vibe, den sie hatte. Sagen wir es so, ich würde es machen, wenn ich weiß, dass meine Partnerin das gerne machen möchte. Aber stehen ich viele mehr würde drauf. Jetzt sagen, ich muss es jetzt von mir aus, muss ich glaube ich nicht haben. Ja, okay, ja. Schön. Ja, mir ist es schon, also... Also dieses, wenn das, wie gesagt, so ein bisschen cocky daherkommt, ob das jetzt, das ist das gleiche wie bei dem anderen auch, nur andersrum, ob das jetzt für eine Beziehung so ideal wäre auf die Dauer. Ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, aber das ist jetzt nur... Fantasiemodus, der viel Bestätigung braucht. Vielleicht auch nicht nur von einem Mann. Naja. Das ist nämlich schon so ein kleiner Traum auf jeden Fall, ja. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, entweder ganz oder gar nicht. Wenn man dann ist, dann ist dann. Nicht, dass du noch irgendwann umschwenkst zu Dennis. Na. Fragst du dich das? Ja, auch ganz unpolare Aussage. Ich habe Angst, dass du umschwenkst auf meinen Konkurrenten. Also jemand, der
für Männer immer besser davon auszugehen, dass sie natürlich die geilsten sind und natürlich gibt es keine Konkurrenz. Das sendet einfach einen anderen Vibe aus. Also er ist hier so im Qualifying, nennt man das ja immer. Nicht sexy, ne? Nee, bei dir eigentlich nicht. Ach so, sonst, nee? Sonst hätte ich dich, glaube ich, ganz falsch eingeschätzt. Ja? Ja. Wie schätzt du mich denn ein? Ja, ich glaube, dass wenn du dich für jemanden interessierst, dass du da schon sehr fokussiert bist. Mhm. Doch schon. Schon, oder? Mhm. Glaub ich, ehrlich gesagt, nicht so. Mhm. Ja. Willst du jetzt hier so einmal dran tasten? So einmal so ausfragen? Jetzt achte mal drauf, wie sie eigentlich schon voll Sack zumachen will und auf den Kuss geht, aber er gibt ihn ja nicht. Wahrscheinlich besser so. Also der Gedanke, sie zu küssen, war, ich glaube, zu oft in meinem Kopf, ehrlicherweise. Was will ich jetzt sagen? Also das würde ich ihm jetzt, er will einfach auf dem ersten Date nicht gleich jemanden küssen, ist auch einfach absolut vernünftig, also ich denke im anderen Kontext hätte er das natürlich jetzt gemacht und hätte auf einem normalen Date ja auch absolut gepasst. Aber sie ist schon sehr dahinter, ne? Aber klar, es geht natürlich auch nicht nur die Liebe zu finden, sondern es geht auch ums Gewinnen, ne? Und naja, versucht sie natürlich gleich in die Pole Position zu bringen hier. Aber glaube jetzt nicht, dass es da irgendwie jetzt immer Mut gemangelt hätte. Also, aber sicherlich die richtige Entscheidung. Also ich will ihr natürlich jetzt keine Worte in den Mund legen, aber ich würde jetzt behaupten, dass sie mich schon, glaube ich, auch gerne geküsst hätte, ja. Nein, wir fahren wieder dahin. Umdrehen! Meint er? Wirklich? Schon sehr Lust, ihn zu küssen. Das muss aber auch von ihm kommen. Wäre voll schön so mit den Sternen, kann ich mir auch gut vorstellen. Dann liegen wir hier so, Gut, und euch? Ja, kommen alle rein. Können wir uns einmal so ein bisschen hier beim Sofa versammeln? Na, dann aber ja, sicher, ihr. Okay. Jetzt macht es aber spannend. Lass uns schon beim Sofa versammeln. Hä, wo ist Rebecca? Ist sie hier? Nein. Du bist die Erste, die zurückgekommen ist. Okay, erzähl. Wir sind Katamaran gefahren. Oh, geil. Cool. Ja. Das war echt cool. Ja, also ich habe das Gefühl, dass so eine von den Frauen, die sehr gut bei Männern ankommt, glaube ich, aber nicht gut bei Frauen, weil die, glaube ich, eine andere Seite an ihr sehen. So. Und ja, hat es da scheinbar echt schwer unter den Frauen. Ja, wir haben ein bisschen gefroren, aber ist okay. Also ausgezogen. Ich habe Rebecca bisher wirklich als unglaublich lebend. So, jetzt ist ja auch die optimale Date-Atmosphäre dann so Flugzeughangar. Oh Gott, ich stelle mir so schrecklich vor. Lebensfroh und auch leidenschaftlich kennengelernt. Aber man möchte ja doch wissen, hey, wie ist es eigentlich, wenn da mal so ein bisschen ja, die Ecken und Kanten vielleicht rauskommen? Weil du bist wirklich, finde ich, eine unglaublich starke. Also ich weiß nicht, ob das da überall so kalt ist, aber die gehen da so viel mehr ran, die beiden Männer, als man das sonst so sieht. Starke und echt selbstsichere Frau. Du hast ja wahrscheinlich so einen ziemlich toughen Kern und vielleicht doch so auch eine verletzliche Seite. Ja. Würde ich sagen, auch irgendwo ein bisschen verletzlich. Also gerade wenn es dann auch so um das Thema Liebe geht und so, ist mir das auch wichtig, dass man Emotionen zulässt. Emotionen zulässt. Ja, zeigt mal ein Feld. Schon ganz verletzlich irgendwie, ne? Ist euch ganz schön. Ein bisschen rauskommen, oder? Ja, genau. Ich glaube, das war wirklich was Besonderes, dass er das gleich so gesehen hat. Ich mache mich selber stärken danach mit Sport. Ich finde es da wirklich cool, muss ich echt sagen, dass du da echt so ein Vertrauen schon aufbauen konntest. Und ich vor allem. Also, ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl in deiner Umgebung. Ja, und ich mich auch mit dir. Und ja, ist auch wieder so ein bisschen ich irgendwie. Ne? Ja, muss leider sagen, ich muss mich auch leider jetzt von diesem wunderschönen Date. Bis bald. Ciao. Ciao. Ja, die wollte ihn auf jeden Fall auch gern küssen. Ich habe auch das Gefühl, ich kann. Wenn das mal im echten Leben immer so einfach wäre, ne? Vor ihm so sagen.
Ja, das finde ich jetzt cool, dass die Bachelor sich da austauschen können. Hey! Servus, bist du schon hier? Ja, selbstverständlich. Hast du mich schon vermisst? Ja, bist du schon. Trinkst du ein Bier? Ja. Leute, was ist das? Kann mir jemand sagen, was ist das? Ist das ein begehbarer Kühlschrank? Wo gibt's sowas? Wie geil ist das denn, ey? Ja, ich bin jetzt natürlich schon gespannt, was mein Kollege berichtet. Cheers. Cheers. Wer weiß, vielleicht. Ja, ich glaube ja, dass der, Hamburger ist Sebastian, ne? Nicht so ein großer Fan ist vom Dennis, das ist so mein Gefühl. Also der Dennis ist das, glaube ich, ne? Der Bayer, das ist so ein Typ, Mann, das wird, oh, der wird mich so antriggern, ey, mit diesem Lauten, ey. Oh, das wäre ganz schlimm. Vielleicht ist da ja schon der erste Kuss gefallen. Erstmal. Oh Gott, Safari. Safari! Oh, okay, stopp. Es fehlen noch Bianca und Freya. Ich habe 5 gelesen und ich habe Katjas Samen gelesen. Was? Jetzt wartet doch mal ab. So unnötig. Mehr habe ich nicht gesehen. Ja, die ist halt super, die Leonie, super kühl, ne, unter den Frauen. Ne? Warte doch. Das ist natürlich, also wenn das ein Mann so spürt, macht das halt schnell so ein heiß-kalt, ne, dieses, erst so ein bisschen flirty, 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 touchy, touchy und darunter dieses kalte. Aber schauen wir mal. Einfach cool. Bitte machen wir mal das richtig auf. Ja, fällt euch auf, dass der Dennis immer die Ansagen macht. Boah, das wird mich so triggern. Aufregendes, heute geht's ganz African-Style-mäßig auf Safari. Wir hüpfen auf jeden Fall jetzt mal in unsere Trucks und dann schauen wir mal, welche wilden Tiere uns heute über den Weg laufen. Ich freue mich total. Und ich hab Gott sei Dank, jetzt bin ich mit Dennis. Sorry. Also es muss jetzt nicht zwingend notwendig sein, dass Dennis mich einlädt. Das war ein bisschen gemein, aber er redet halt sehr gerne. Oh, was ist das denn? Ja, also das finde ich auch. Und es wird Frauen geben, die das total abschreckt. Und es wird Frauen geben, die es feiern. Deswegen ist es wirklich interessant, dass die so unterschiedlich sind. Echt mal gespannt. Und es wird Frauen geben, die beide haben wollen. So, ne? Das ist eine Brenda. Man muss auch mal im Moment genießen. Das. Boah, also diese Witze von dem Dennis. Oh Gott, ey, also das wird mich fertig machen, ey. Also für mich wäre der Typ, aber das sagt jetzt keine Wertung, also das wird mich so hart triggern, ey, wenn sich immer so mal so jemand immer so in den Vordergrund sucht und oh Gott, ey. Oh mein Gott. Oh krass. Wow. Ja, so muss ich schon sagen, ey, die Bilder sind einfach krank, ey. Jetzt kannst du die Brille aufsetzen. Oh mein Gott, das ist ein Löwe. Ich glaube, da ist auch kurz mit mir komplett durchgegangen. Oh, hi! Wäre ich am liebsten fast von dem Ding runtergesprungen und hat auch total vergessen, worum es hier überhaupt eigentlich nochmal geht. Da könnte ich ausrasten, ne? Egal, wo ich bin, habe ich das Gefühl, ich höre ihre Stimme und ich höre, wie sie passiert redet. Tja. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht ist, aber immer das unter die Nase reiben muss und immer lautstark irgendwie erzählen muss, wie toll die Chemie irgendwie zwischen ihr und dem Mann ist. Das fuckt, glaube ich, viele Mädels hier ab. Dass sie das immer allen unter das Gesicht reiben muss und immer, wo volle Räume sind, das immer vor allen erzählen muss. Es ging halt schon so ein bisschen auch um Reisen. Also ich hatte das auch mal einmal im Leben, einer von meinen bisschen Toxi-Toxi-Beziehungen, hatte ich das auch mal, dass es jemand war, den, ja, glaube ich, durchaus so ein gewisser Männertyp gewesen ist, aber Frauen in meinem Umfeld haben die in 0,1 Sekunden komplett abgelehnt. Haben wir letztlich recht gehabt. Aber das auch sehr stark, wie sie das, ja, abgelehnt wird von anderen Frauen. Man kann es auch verstehen, ne? Wirklich. Und, so. Und dann hat er mich auch gefragt, was ich jetzt so auf meiner Bucketlist habe und so. Ich freue mich. Na, die wird bestimmt noch auf den anderen gehen, garantiert. Hat er sich mal die Mädels hier angeguckt, wie hübsch die alle sind? Die ist eine, die er hier als erstes vom Aussehen her rauswählen würde. Und dann ist er, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche Seiten er noch hat. Das muss sich gut anfühlen, wenn du in meinem Arm bist. Ich muss sagen, da genieße ich schon den Ausblick.
Also ich finde, er geht da ein bisschen sehr ran. So, sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn ihr das so richtig gefallen würde. Ich finde, also, weiß nicht, da waren die Bachelor vorher ein bisschen vorsichtiger. Bin mal gespannt, wie viel der am Ende vernascht hat. Aber, ja klar, die Frauen können natürlich auch Nein sagen, aber ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen Sorge, dass du zu ruhig sein könntest. Nee, ja. Ich dachte am Anfang erstmal, er könnte vielleicht einen Stock im Arsch haben. Ja, nee? Ja, nee. Aber er hat doch heute mit seinem lockeren Humor gezeigt, dass er auch ohne Stock rumlaufen kann. Heute wurde ich tatsächlich so ein bisschen vom Gegenteil überzeugt, finde ich. Ja, auf was für einen Typ Mann stehst du? Also offensichtlich auch jemand, der lustig ist. Großdunkelhaarig. Großdunkelhaarig, ist immer das Gleiche. Also was mir da auffällt, dass die Frauen mit ihm, also weil er aber auch zurückhaltender ist, sind die Frauen so ein bisschen strenger. Das ist halt so die Dynamik, ne? Oder auch ein bisschen wertender, sag ich mal. Ja, so ist das halt, ne? Und sportlich. Mhm. Das entspricht auf jeden Fall meinem Geschmack. Also hast du schon mal gute Chancen. Abgehakt, meinst du? Würdest du mir eine Rose mitgeben? Ich würde es vielleicht noch mal versuchen, ja. Ja, okay. Also ich würde ihn nicht so eine, er macht, also ich finde ihn wirklich sehr sympathisch, aber er macht leider dieses Qualifying viel, ne? Oh, das ist nicht gut, ja. Eine Chance würde ich dir noch geben. Okay. Und dann schau. Ich habe mich heute so fein rausgeputzt, weil heute die Nacht der Rosen ansteht. Beim ersten Mal, das ist wirklich Wahnsinn, und heute, da ist mehr Freude da auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was heute so passieren wird. Ich möchte mal gerne mit Laura vom Sebastian sprechen, die am Anfang so motiviert war, mich kennenzulernen. Also was immer ein bisschen das Problem ist, glaube ich, im Leben, dass entweder du gehst durch Tiefen durch und dann bekommst du auch so eine Tiefe, oder sagen wir mal ein bisschen mehr durch Tiefen durch, oder keine Ahnung, du hast immer, wie mir das hier bei dem Dennis so vorkommt, so keine Probleme im Leben oder keine größeren. Und dann da ist aber auch manchmal fehlt dann so eine dritte Dimension sozusagen. Und das macht den Sebastian natürlich so ein bisschen wirkt so ein bisschen zerbrechlicher. Wirkt natürlich auch gleichzeitig nicht ganz so selbstbewusst. Das ist halt, ja, irgendwo ist dann von Deko wahrscheinlich immer ein bisschen zu kurz. Zu lernen. Also der Sebastian ist ja auch so competition-mäßig, dass ich mir vorstellen könnte, dass der später mal, der Dennis ist so competition-mäßig, dass ich mir vorstellen könnte, dass der mal am Ende jemand wählen wird aus dem Batch von seinem Kollegen hier. Das Verrückte ist, es ist nicht nur eine. Laura, Rebecca, Katja, Brenda, Janja. Darf ich dich entführen? Ja, klar. Mag noch jemand mit oder allein? Magst du mit mir nicht allein sein? Nein, war ja nur eine Frage. Weißt du, schau mal. Oh Gott, das ist... Ja, aber das ist so revealing, ne? Also, ich glaube, also er geht einfach auf Masse so, ne? Das merkt man so richtig. Also, je mehr Frauen, wo er im Mittelpunkt ist, umso besser. Ja, kann natürlich Spaß machen, aber ist vielleicht für Beziehungen nicht so optimal. Naja. Ja, da war so ein Punkt mit der Leonie. Als sie damals so ein bisschen hinter mir getanzt hat, fand ich schon ganz cool. Siehste? Schadpfeffer, gell? Ja. Siehste? Die ist. Das ist hier die Femme Fatale in der Gruppe. Die geht natürlich. Die wird auch noch auf den 4., 5. und 6. Bachelor gehen, ey. Ja, sie ist ein bildhübsches Mädchen. Sie hat auch richtig Power und Energy. Tanzt gern. Rock this party! Ach, ja, die kommt an, ja. Everybody. Hat er? Get hot in this party! Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich der Leonie auch gefallen würde. Das wird ja interessant. Ich glaube, Leonie ist
glaube, mehr in meinem Team. Also ich glaube, bezüglich dem Punkt sind wir noch uns ein bisschen uneinig. Und da bringt auch keine Mini-Tanzstunde was. Kein Problem. Ja, Dating Nacht gab es jetzt keine großen Überraschungen. No. Heute wird eines der härtesten Dates aller Zeiten. Aktuell sind meine Gefühle völlig durcheinander. Ich merke es jetzt auch wirklich, dass aus Spaß ernst wird. Eine gewisse Anziehung ist bei uns. Das wird eine schwere Entscheidung sein. Da hat schon gegribbelt bei mir. Ich muss ja auch gucken, ob ich da eventuell noch die Seiten wechsle. Hast du sie geküsst? Was glauben Sie? I've been thinking about this all day long. Ja gut, signalisiert ihr mal, ob ihr da mehr von sehen wollt. Ich finde es ein ganz spannendes Konzept. Wie gesagt, Link ist in den Kommentaren. Ich freue mich über Kommentare, Likes, Dislikes, whatever, Reactions, Abos natürlich, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Und wir sehen uns bald wieder. Macht die feige Kurse. Ciao, ihr Lieben.